Rosie Wong erwartet euch schon, eine Zigarette rauchend. Als sie euch sieht, lächelt sie. Ihre Zähne haben die Farbe von Karamell. I can't believe you came. Those goddamn marshals never come. They think I'm a pest. I'm vigilant, is what I am. V-I-G-I-L. Sie nimmt einen tiefen Zug. A-N-T. Anyhow, I hope you're ready for trouble, Rangers, because I got a situation here. Oh, come on, Rosie. I always came when you called, didn't I? You're with the Rangers now, Quan? Well, you were one of the better ones. I'm glad you're out of that martial racket. Okay, was ist eigentlich dein Problem mit den Marshals? They're bought and paid for. Sure as hell never help ordinary citizens, let me tell you. Unless you pay them extra. But I never pay anybody until they earn it. Das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass die Marshals korrupt sind. Insofern, na, verdächtig. Anscheinend sind die Gesetzeshüter des Patriarchen nicht so sauber, wie sie sich präsentieren uns gegenüber. Und sie präsentieren sich nicht sehr sauber, muss man sagen. Aber gut. Warum halten die Marshals dich für eine Pest? Because I asked them to do their job. They hate that, the lazy, fat-ass carbuncles. If they never did a lick of work in their lives, it would be too much for them. Ugh. Um welchen Ärger geht es? The guy in room 3, Irv. He's not supposed to have anybody else living there, but I hear voices in there all the time. They're always banging on stuff, and I can smell burning and bleach and I don't know what else. Make him stop it or throw him out. Either one is fine with me. Bist du mal in das Zimmer reingegangen? I can't. The shifty bastard's put his own locks on the door. That's how I know he's up to no good. Apartment room 3. End of the long hallway. The door's on the right. I know he's up to something. I just know it. Okay, Rosie. We got it. Hier ist schon mal das Katzenzimmer. Sehr gut. Darf in keinem guten Apartment fehlen. Apartment Nummer 1. Schauen wir mal rein. Ein kaputter Generator, den wir zum Glück gerade so reparieren können. Ein Behälter mit Geld und Zigarettenstummel. Und ein geheimer verschlossener Raum mit einem Cyborg-Huhn. Schon wieder. Das könnten wir sogar tatsächlich rekrutieren, ne? Tierflüsterer 3. Komm mit uns, wenn du leben willst. Es hüpft diagonal von euch weg, die Federn aufgeplustert und die Augen weit vor Schreck. Aber es dauert nicht lange, bis das Huhn entscheidet, dass ihr der Zusammenarbeit würdig seid und euch folgt. Hä? Wie jetzt? Habe ich jetzt Major Tomcat und das Cyborg-Huhn dabei? Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und ich finde es cool. Oh, eine Uzi, 9mm Maschinenpistole. Ah, Redtech-Hose, Söldneruniform und Helm. Gut, gut. Apartment Nummer 2. Fuck off. Was ist los? Ich will nur Hallo sagen. Hallo. Get the fuck out of my apartment. Ja, du hast ja absolut recht. Ich will nur gucken, ob du was zu plündern hast. Und nee, dann passt's eh. Hey, ich bin verwirrt, dass wir jetzt einen Cyberkuhn und Major Tomcat haben. Ich dachte, man kann nur einen Tierbegleiter haben. Das ist so großartig. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Die anderen Katzen kann ich nicht rekrutieren, oder?
Nee. Der Charakter hat bereits. Ha. Sehr komisch. Naja. Whatever. Was ist denn hier los? Satoshi. Der sieht ja voll weird aus. Der ist blau und... Hä? Meet space demons intercepted. Display rendered objects and assigned to translation vectors. Diese Figur blickt dich aus ihrer Haube heraus an, blinzelt nicht und hat ein einfaches Metallgehäuse. Er will anscheinend, dass ihr es nehmt. Ich nehm's einfach mal und sag danke. Alert. Do not delete local references to object. If memory allocation is null, then unhandled exception occurs. Ist der Kerl ein Roboter oder so? Er will euch anscheinend mitteilen, dass ihr den Aktenkoffer nicht öffnen oder wegwerfen solltet, da ihr ansonsten mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen müsst. Er dreht sich zu seinem Terminals um und scheint zu vergessen, dass ihr im Raum seid. Was hat der uns jetzt hier gegeben? Einen Aktenkoffer. Ein geheimnisvoller Aktenkoffer. Ein herkömmlicher Aktenkoffer aus Metall, den du von Satoshi bekommen hast. Er bat dich, ihn aufzubewahren und niemals zu öffnen. Okay, ich widerstehe mal. Weil vielleicht kommt er irgendwann auf uns zurück und dann... Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte, den nicht zu öffnen. Aber schauen wir mal. Hier stehen ein paar Computer. Die Computer scheinen miteinander vernetzt zu sein. Sie führen völlig unerkennbare Codestreams aus. Naja, okay, cool. Interessant. Gut, dass wir reingekommen sind. Ich finde das alleine. Erstens mit dem Robohuhn, mit dem Cyberhuhn. Aber zweitens auch mit ihm allein schon interessant und lohnenswert genug, dass wir überhaupt hier reingekommen sind. Apartment Nummer 5. Schloss knacken, bitte. Weiß zwar nicht, warum wir das machen. Das ist eigentlich nicht sehr nett, dass wir uns überall reinknacken, aber... Naja, so sind die Desert Ranger. Sie helfen den Menschen, wo sie können, und klauen ihnen ihr ganzes Zeug. Ups, jetzt habe ich nicht gelesen, was das war. Irgendwas mit Zer am Anfang. Wahrscheinlich Müll. Apartment Nummer 3, da müssen wir rein. Dann gehe ich aber erstmal noch hier rein. Ein Toaster! Nein! Wir brauchen Toaster-Reparatur-Skill 4. Toaster reparieren ist in dem Spiel das A und O. Dammit. Aber unser Toaster-Skill ist zu schwach. Na, vielleicht schaffen wir ein Level-Up mit der Quest hier. Mal schauen. Speicher mal schnell. Ich bin so blöd, voll in die Volle gelaufen und Kampf ausgelöst und alles eskaliert. Naja, so ist es jetzt eben. Ist okay. Ist passiert. Wollte ich nicht. Klont sich der? Ich glaube, der hat sich geklont. Ja, wirklich. Sie haben uns alle geschrumpft. Come and get it, Scumbags. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Das war witzigerweise nicht der Klon, auf den ich geschossen habe, aber gut. Nehmen wir. Oh, ein Stickstoff. Ich weiß genau, was wir jetzt machen. Jetzt ist höchste Zeit für ein gefrorenes Wiesel. Was ist passiert? Nix. Oh. Ist das Cyberkuhn gerade gestorben dadurch? Ja, ist es. Okay, laden wir nochmal neu. Das ist eskaliert. Zu schnell, zu viel. Und ein totes Cyberkuhn akzeptiere ich nicht.
Nicht, wenn ich es verhindern kann. So, Leute, und jetzt vorsichtig. Nicht in die Falle stolpern. Ah, verdammt. Niemand kann hinterhältigen Scheiß gut genug. Okay, wartet mal. Schnell laden. Ich mach die Quest schon, aber das war jetzt gerade doof. Ich wusste nicht, dass wenn ich die jetzt anklicke, obwohl mein Skill-Level nicht hoch genug ist, dass das dann automatisch ausgelöst wird. Vielleicht können wir wenigstens den Kampf eröffnen. Das wäre schon mal hilfreich, dass wir ihn und seine Klone irgendwie angreifen, bevor er uns angreifen kann. Weil mit ihm reden ist ja scheinbar keine Option. Den Alarm können wir auch nicht deaktivieren. Kommt doch einer von euch ein bisschen näher. Wie wär's denn? Immerhin konnten wir den Kampf beginnen. Aber die sind schon krass, die drei, muss ich schon sagen. Nicht schlecht, verdammt. Nicht ungefährlich. Okay, da ist die Energiequelle. Naja, schauen wir erstmal, dass wir hier möglichst irgendwie kämpfen. Ich habe Idol im Fass getötet und eingefroren. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Reichweite hat. Verdammt nochmal. That escalated schon wieder super quickly. Leider reicht es wieder nicht, Mensch. Wir schaffen es nicht mal, einen zu töten. Und Idolem wird jetzt wahrscheinlich irgendwie Probleme kriegen. Ah doch, warte mal. Den kriegen wir doch noch. Wir hätten auch noch speziell... Ich denke mal nicht an die Spezialfähigkeiten, ne? Sollte ich mir mal angewöhnen. Gerade jetzt... Boah, Idolem ist ein Level aufgestiegen und wurde dadurch vollständig geheilt. Absolut reines Glück, dass das jetzt passiert ist und super wichtig. Puh, okay, cool. Gut gemacht. Oh oh. Vor dem Crusader geht's nicht so gut. Geschrumpft ein paar, aber gut, ist nicht so schlimm. Oh Mann, ey. Der Flammenwerfer braucht weniger Aktionspunkte. Theoretisch könnte ich einmal mit Flammenwerfer und einmal mit Maschinengewehr schießen. Aber jetzt gerade würde ich hier Major Tomcat gefährden damit. Das will ich natürlich nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das Huhn damit nicht gefährde. Nee. Aber so richtig super effektiv war es leider auch nicht. Aber wie gesagt, die sind halt krass. Haben wir ja schon etabliert, dass die nicht ohne sind. Ah, was hat denn eigentlich sie für eine Spezialfähigkeit? Präzisionsschlag. Leider die Fähigkeit, Angriff, Gegner, spezielle Effekt verursachen. Okay. Oh,
ich verstehe. Das ist ein Präzisionsschlag. Das ist ja voll cool. 50% Chance auf 75% Bonusschaden. Nicht schlecht. Can you see my own cells? Ich meine, ich schätze, so kleine Patronen tun auch weh, ne? Nee, lieber ein normaler Schuss, glaube ich. Oh, er heilt sich, wie gemein. Ich bin schon klein. Achso, das ist der Schiss mit irgendeiner Laserwaffe. Aber vielleicht finden wir voll die coolen experimentellen Gadgets und so. Aber dass die sich heilen, gefällt mir nicht. Nein, nicht das Huhn! Alles nur nicht das Huhn! Hey, ich weiß leider ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt hier unseren Gefallenen wiederbelebe. Ach so, das kann einfach jeder machen. Ganz egal. Kostet 7 Aktionspunkte. Los geht's. Jetzt hat sich der fast vollständig geheilt. Unglaublich. Was für ein Arsch. Nein, nicht daneben hauen, Idole. Nicht daneben hauen. Es ist echt ungünstig. Die sind echt nicht ohne Mensch. Aber den kriegen wir jetzt. Der ist fällig. Der kommt nicht mehr. Der kommt nicht mehr lebend hier raus. Sacramento, California. Jetzt kommt von... Ach so, Mist, die kann... Ah, sie kann nur schießen, wenn ich sie nicht bewege. Naja, wir haben ja zum Glück noch andere. Sehr gut. Ah, so knapp. Mensch. Ah, wow. Wo kam denn der letzte Schuss noch her? Ziemlich super. Dann kannst du jetzt vielleicht versuchen, irgendwie nicht von der Kanone angeschossen zu werden. Von der automatischen. Nicht das Cyberpool. Oh Gott. Das war knapp. Wo ist unser Mechaniker? Können wir den Generator bitte einfach ausschalten? Huh, was für ein Kampf. Verdammt nochmal. So, jetzt habe ich so viele Fragen. Erstens, wer ist gleich nochmal unser Toaster-Reparateur? Yes. Level up für unseren Toaster-Reparateur. Perfekt. Das wollte ich unbedingt noch machen. Aber dann gehe ich jetzt schnell noch ins Nebenzimmer und repariere den Toaster. Yes! Toaster repariert und wir kriegen den... die Argonlanze. Eine schwere Waffe. Benötigt Stärke 5 Energie. Eine schwere Energiewaffe. Seine Größe und sein Gewicht gleichen denen eines schweren Maschinengewehrs, aber es glitzert und glänzt wie irgendein Raumfahrtinstrument. Ha!
Interessant auf jeden Fall, ne? Klingt cool. Wäre auf jeden Fall theoretisch was für Abraxe. Ups. Und ist auch besser als der Bunkerbuster. Zumindest vom reinen Schaden her. Und auch so gegen Roboter, gegen Fahrzeuge. Dafür gegen Menschen nicht so gut. Aber trotzdem. Yeah! Und guckt euch das Ding an. Sehr schön. Aber für heute machen wir jetzt leider Schluss. Genau, Katka sagt auch schon Tschüss. Ich sage jetzt auch Tschüss. Ich sage Tschüss zu Katka. Und zu King of Helix und zu allen anderen, die noch dabei sind, zu dieser späten Stunde unter der Woche. Spiel richtig speichern, so richtig, nicht schnell. So. Ach, schön. Schön war's, hat mir Spaß gemacht. Das ist wirklich ein cooles, ein lustiges Spiel. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und welchen coolen Loot wir jetzt finden, müsst ihr jetzt wahrscheinlich relativ lang warten. Weil das dauert jetzt, bis die Folgen überhaupt auf YouTube verwertet sind. Und dann geht es erst weiter mit neu aufgenommenen Let's Plays. Aber wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann müsst ihr nicht lange warten. Dann geht es wahrscheinlich schon übermorgen weiter. Wasteland läuft ja immer jeden dritten Tag, mit ein paar Tage dazwischen, immer 2 Tage im Durchschnitt, so Pi mal Daumen. Aber im Durchschnitt 2 Tage dazwischen. Also, da müsst ihr nicht ganz so lang warten. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und vielen Dank an alle, die jetzt auch live im Stream mit dabei waren. Für die Spenden, für die Bits, für die Kommentare, für einfach alles. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.